Ja, der Sonntag. Der Sonntag hat in sich den Autotüren knallen. Am Samstag, Freitag knallen die Haustüren. Und ich hatte mal einen gefragt, ob wir den Rasenmäher und Heckenschere am Sonntag betätigen mit der Ruhestörung am Sonntag. Dann hat er gesagt, nein, 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 Ruh, 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 Ruhetag. Und dann knallen aber die Haustüren, die Autotüren, geschimpft, gemotzt. Es sei denn, Sie haben einen Garten, der irgendwo wäre, wo Sie dann das betätigen können. Es gibt tatsächlich ein Haus, also was ohne Witz, ein Haus mit Garten, da wäre es möglich, im Wald drin. Da war ich schon mal mit einer Bekannten tief im Wald. Da würde es machbar sein. Ich war tatsächlich mal in dem Haus und ich denke, phänomenal. Na, da muss man einziehen, wenn diese alte Frau da drin stirbt, dann, ich weiß nicht, ob sie mir das Haus verschreibt. Denn die hat ja noch andere Tiere auch noch da drin. Ich denke nur, da braucht man ein Auto. Es sei denn, man hat ein Fahrrad mit Anhängerkupplung und dann könnte man dort seine Sachen holen in Leutkirch. Beziehungsweise das, also machbar wäre das schon, zwecks ein Sonntag, Ruhetag. Was Sie jetzt hören, das ist nicht meine Musik, sondern von irgendjemand. Wir haben nämlich heute Sonntag. Ich sag's nur individuell. Nicht meine Musik. Ich sage jetzt nicht, woher sie kommt. Aber wir haben Sonntag. Ruhetag. Und die Polizeibeamten haben mal gesagt, da ist Ruhe. Da darf man keinen Rasen mehr benutzen. Kein Heckenschere elektrische. Aber dass das erlaubt ist, laut der Musik, ist eigentlich grotesk, Leute. Und das ab fast 21 Uhr. Jetzt kapiere ich nichts mehr.